Hallo und willkommen zu einer neuen Folge beim neuen Erweiterungspack Zusammenwachsen bzw. Growing Together. Unser Knorr ist gerade dabei, ein bisschen seine Logikfähigkeit zu leveln. Und auch wenn das ja müde ist, wundert euch nicht darüber. Ich versuche gerade hier, das Burnout ganz bei ihm auszulösen. Es stand auch vorhin nämlich dran, dass er nur den Anfang vom Burnout hat. Und ja, dass er sich ein bisschen zurücknehmen soll, wenn wir nicht wollen, dass es schlimmer wird. Aber ich will ja, dass es schlimmer wird. Ich will schauen, wie das aussieht. Und da halt da nur 7 Stunden vorhin dran gestanden haben, die wir Zeit haben, um das auszulösen, habe ich ihn jetzt wachgehalten und er levelt seine Fähigkeit. Der Arme. Er hatte eh frei jetzt 3 Tage. Ja. Oh, jetzt steht's hier schon dran. Leidet unter Burnout. Ein Burnout senkt die Arbeitsleistung und verhindert Beförderungen. Ziehe in Betracht, die Plackerei aufzugeben und eine Pause einzulegen. Okay. Und ich frage mich jetzt, ob das noch weitergeht oder ob das alles ist. Aber es steigt und steigt hier eigentlich an. Ausgebrannt +3. Ja, wir lassen ihn jetzt einfach mal ganz lange hier Logik spielen. Logik leveln eher. Oh, Debbie, du musst das Klo, stehst du mal auf. Kleine Enya muss dann auch mal verpflegt werden. Du bist immer noch krank. Ach ja, sie hat sich ja wieder neu infiziert. Ja, mit Ringgaffs Klo. Dann kannst du ja mal ein kurzes Bad nehmen. Und hier ist es dreckig wie Sau. Da musst du dir eine schnelle Mahlzeit halt holen. Und danach musst du wieder ins Bett, damit du nicht wieder so krank wärst. So, Kenora wird weiter getritzt. Wie geht's in der Valencia? Ganz gut, die schläft hier noch friedlich. Und du musst noch die Bildtypen zeichnen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche sie schon gemacht hat. Ich glaube Fahrzeug und Form. Oder mach mal Leute. Dann Monster. Tier. Ja, du hast ja genug geschlafen. Leila hat sich nicht einmal schlafen gelegt. Ich habe die nie schlafen gesehen. Ich glaube, die macht immer nur nie kochen, wenn überhaupt. Warum kommst du da wegen dem? Ja, warte, warte. Ich tu's woanders hin. Wo haben wir hier Platz? Ja, ganz. Bei den Eltern. Hier hat sie nämlich auch schon ein paar Zeichnungen. Das mit den Bäumen ist auch neu, glaube ich, oder? Und, ah nein, der Elefant, das ist alles neu. Das sind die neuen Bilder. Es gab ja mal ein Gratis-Update. Ja. Ich finde das lustig, dieses Feuerwerk. Ui. Lailas Koffer steht hier. Koffer öffnen. Das müssen wir mal machen. Wer ist hier so neugierig? Nalani vielleicht? Eigentlich niemand. Ich würde es eher Valencia zutrauen. Aber die ist beschäftigt. Ja, Nalani. Sie ist eigentlich nicht der Typ, die sowas machen würde. Koffer öffnen. Wieso bist du angespannt? Ach so, wegen der Romantikfähigkeit. Ach so, das wurde, glaube ich, jetzt alles zurückgesetzt, weil ich die Mods alle rausgenommen habe. Ich habe nämlich jetzt eine Stunde lang die Mod gesucht, die verhindert hat, dass ich Nahrung am Hochstuhl geben kann, also den Babys. Die habe ich jetzt gefunden. Es war die More Woodwork Mod von Bienchen, glaube ich, war die. Falls ihr die auch drin habt, müsst ihr die mal aktualisieren, falls sie noch Mods macht. Ich habe letztens ihre Seite nicht mehr gefunden. Sie kann nur Koffer aufmachen, sonst nichts. Sinn bearbeiten, Outfit planen, anprobieren, Koffer schließen, hochheben. Outfit ändern, Outfit von Enya wechseln. Achso, ich dachte, man kann den richtig durchsuchen. Ach so, dann wollten die das wahrscheinlich nur machen für Story und so weiter, dass man den aufmachen kann. Okay, langweilig. Schade, 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 schade. Debbie ist nicht mehr auf dem Klo, dann gehst du. Oder kleine Enya ist wach. Hallo Enya, du hast Hunger. Willst du Happa Happa? Die Großmama kümmert sich gleich um dich. Oder ist der Luschen schon auf dem Klo fertig? Der hat Hunger. Lucien, dein Schnauzer sieht furchtbar aus. Wieso wächst denn da immer nur so ein Schnauzer und nicht alles? Ich meine, in echt ist es auch so, dass alles wächst, sofern man einen ordentlichen Bartwuchs hat. Es gibt ja auch Männer, die haben das nicht ordentlich. Kommt auf die Gene an. Nee, lass die Enya in Ruhe. Du sortierst sie jetzt aus und dann musst du Frühstück machen, weil ich glaube, da ist nichts mehr. Mach zu Pfannkuchen heute. Wir haben gestern gesund gegessen. Sollte schon gehen. So, Oma kümmert sich um die kleine Enya. Vielleicht tust du sie, ja, Windel wechseln, genau. Wie geht's dir, Kenoa? Er hat immer noch ein Burnout und er ist müde. Aber ich glaube, hier passiert jetzt auch nichts mehr weiter, oder? Schade, ich hätte gedacht, dass irgendwas mit denen passiert oder so. Naja, sterben nicht, aber keine Ahnung, dass das noch ein bisschen mehr gibt.
Ja, kleine Enya wird gewickelt. Ja, aber Sonne. Ja, Laila schaut auch. Hallo Laila. Ich glaube, Laila geht dann auch morgen nach Hause. Ja, hier ist der letzte Tag von ihr. Die war jetzt aber auch lange bei uns, oder? Fast eine Woche, glaube ich. So. Und jetzt bräuchte die Enya Essen und danach müssen wir sie mal baden. Super effiziente Säuglingspfleger, das geht auch. Ich dachte nur bei Babys. Sag mal. Ah, okay. Hui, hui, hui. Und jetzt? Ah, okay. Blase ist auch wieder aufgefüllt. Aber jetzt muss sie gebadet werden. Omi, badest du die Kleine? Hm? Und mal in der anderen Badewanne, dass man da ein bisschen mehr sieht. Aber hier ist auch nicht viel besser. Enya baden. Wir probieren es mal. Wir hätten eine Badewanne ohne diese Ränder. Also ohne die Wände hätten wir, glaube ich, kaufen müssen, dass man es besser sieht. Aber naja, wir gehen mal mit der Oma. Hoffentlich sprichst du das Baden nicht wieder ab. Ja, Enya, ihre rote Augen. Ich frage mich, wo sie die her hat. Ja, so ein schönes Spielzeug. Oh, sie hat auf die Nase gedrückt. So niedlich. Oh, das ist so schön animiert. Und fertig ist die Enya. Jetzt braucht sie Spaß. Wollen wir sie hier absetzen? Setz sie mal dort gleich ab. Euer mehrvölkisches Babybad wegen Badezeit. Wasser ist toll. Beim Baden zeigt sich immer deutlicher, dass Nalani vom Meervolk abstammt. Ah, okay, das ist ja süß. Da haben die auch dran gedacht. So, Enya. Jetzt kannst du hier sicher spielen, oder? Bauchzapfen. Mit Spielsachen spielen. Sie kann dort auch schlafen. Das ist cool, dass sie so Spielsachen dran sind, mit denen sie spielen kann. Aber die fördern halt nicht die Fähigkeiten, die sie leveln kann. Valencia, hast du gezeichnet? Hast du jetzt alle? Oh, wir haben sogar die richtigen erwischt. Du musst jetzt nicht Tisch decken. Es ist toll, dass du das machen willst, aber es wäre besser, wenn du baden gehst. Du bist eine Meerjungfrau. Und danach solltet ihr alle mal was essen. Wenn er nur wütend ist, kann er schimpfen, um seinen Ärger loszuwerden. Was hat das mit Logik zu tun? Warum brauchen sie dafür Level 10? Ausgebrannt, es ist schwer produktiv zu sein, wenn man ausgebrannt ist. Kenua sollte eine Pause machen, bevor er sein Gehirn komplett blockiert. Ja, aber es scheint jetzt aber nichts weiter zu passieren. Wahrscheinlich muss er da zur Arbeit gehen, aber er hat jetzt ja frei. Du hast zu viel frei, Kenua. Wahrscheinlich passiert da echt nicht viel mehr als das. Ja gut, es passiert erstmal nichts weiter. Vielleicht, wenn er hätte zur Arbeit gehen müssen, aber dann schicken wir ihn ins Bett. Was machen der Opa? Du räumst auf. Dein hässlicher Schnauzer. Jetzt geht's dir gut. Du kannst ihn gleich mal abrasieren, du. Das steht dir überhaupt nicht, Lucien. Es gibt Leuten, denen steht das, aber Lucien ist keiner davon, finde ich. Ja, ist ein bisschen ein blöder Spiegel, aber du kriegst es hin, Lucien, ha? Mit dem riesigen Rasierer. Ja, sehr schön. Danach könnten wir ja mal das Baumhaus weiter hier verbessern. Habe ich nicht mal Glocke und Lichter angefangen? Das war bei dir. Ah, das hat sich irgendwie zurückgesetzt. Verbessern. Lichter. Dann die Glocke. Der geht ins Bett. Debbie fühlt sich nicht gut. Wir lassen sie, glaube ich, ein bisschen machen, was sie will, oder? Ich glaube, wenn sie sich. Sie müsste sich zwar um Uni kümmern, aber wenn sie das macht, dann wird sie, glaube ich, wieder kränker. Ich glaube, sie sollte halt entspannte Tätigkeiten nachgehen. Du musst jetzt auch ein Instrument spielen. Du hast doch eine Geige, oder Valencia? Wir haben dir eine geschenkt. Genau. Tun wir die vielleicht hier so irgendwo anders hin? Machen wir Platz. Ins Inventar erstmal. So. Oh, sie ist so gut erzogen. Die räumt ja von alleine auf. Oh, du hast ja noch solche Kinderdinger. Gib's mal eins der Enya, wenn sie dann älter wird. Üben. Ja, ich wollte schon sagen, ja, jetzt aber bitte nicht im Bad üben. So, Nalani, nee, du machst jetzt keine Logik. Ciao, du musst mal einer der Hunde baden. Ich glaube, Klo war so dreckig. Haben wieder im Müll gespielt. Oh, hier ist nichts mehr drin. Ne? Ja, weil es noch nicht rausgekommen ist. Füll mal hier die Schüssel, Debbie. Gegessen haben, glaub alle. Hm? Dann kannst du ja fernsehen. Oh, Laila, was machst du mit der Enya? Ach, Enya kann auch fernsehen. Du willst weinen, wieso? Wibbelwabbel wegen Spielen auf der Spielmatte. Enya ist absolut begeistert von dem Hängespielzeug der Spielmatte. Erstaunliches Wesen, weil jemand in der Nähe verehrt. Ah, Enya hat einen Riesenspaß mit seinem unglaublichen Sim.
Mit Oma? Juhu, ich bin auf dem Boden. Zappel, zappel, zappel. Enya genießt es, sich frei bewegen zu können. Und ist jetzt außer Rand und Band. Oh, beide Hunde sind saudreckig. Oh, die zwei umarmen sich. Du musst nicht staubsaugen, Kleine. Nein, nein, Debbie, mach keine Hausarbeit. Du wirst hier nur weiter krank. Du gehst wieder ins Bett, auch wenn du nicht müde bist. Kannst du nicht selber hier hingehen? Wer hat denn Zeit? Lucien? Oh, du hast dir wehgetan, Lucien. Echt schnittig wegen Rasieren. Ach so, Jedusim schlägt sich mit den gelegentlichen Kerben und Schnitten vom Rasieren herum. Ausgezeichneter Geschmack, weil Deko mag. Farmhausdeko, haben wir Farmhausdeko? Nass. Ja, es ist schlimm. Hier die Omalein. Ah ja, wir können Babynahrung probieren. Die Ende hat gerade nichts zu tun. Was probieren wir? Das erste, Kürbispüree einfach. Na komm, so. Jetzt funktioniert's ja. So. Und? Das ist Kürbis. Wie magst du das? Nom, 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 nom. Na? Oh nein, Annie mag Kürbispüree nicht. Nächstes Mal solltest du besser etwas anderes probieren. Oh, Meilenstein, erstes Essen freigeschaltet. Annie hat zum ersten Mal Babynahrung probiert. Dass sie nun etwas Neues gekostet hat, kannst du den Hochstuhl benutzen, um herauszufinden, was ihre Geschmacksknospen verzückt. Oh, jetzt bist du traurig. Wieso? Du magst. Oh. Ruhezeit, weil du zu lange wach ist. Ja, du kannst gleich ins Bett rennen. Falsche Verdächtigung, weil etwas probiert hat, das nicht schmeckte. Pfui, Enya hat das Essen gar nicht geschmeckt. Was für ein Betrug. Also ein Betrug ist es nicht gleich, oder? Ach komm, setze hier ab. Ins Bett bringen. Also, Lucien, du schraubst hier am Baum rum. Da ist nichts dran. Also da haben die nicht nachgedacht bei der Animation. Wenn du wenigstens nach oben gehen würde und dort irgendwas am Holz dort machen würde. Oder dass die an verschiedenen Stellen gehen und ein bisschen rumschrauben. Aber die haben es einfach nur von der Rakete recycelt. Oh, Debbie räumt auf. Du bist schon wieder wach, Debbie. Also, Mädchen, also wenn du stirbst, lieber Debbie, dann kann ich dir auch nicht helfen. Du leckst es ja drauf an. Ja, jetzt müssen wir noch Schlaflied spielen. Hier, schau. Heute regnet es wieder so viel. Also in Sims. Funkel, Funkel, kleiner Stern. Oh, sie hat ihre Füßchen in die Hände genommen. Ja, so beweglich. Ich kann das nicht. Ich bin nicht so beweglich. Aber ich habe auch lange Beine. Obwohl ich klein bin. Oh, Halia ist zu Besuch. Oh. Halia ist da. Der Lucien hat gar keine Zeit, sie reinzulassen. Ja. Nalani, lass du der Halia rein. Sie sind auch halbwegs befreundet. Die zwei sind ja sozusagen immer noch Konkurrentinnen, weil Halia ist seit Jahren in Lucien verliebt. Sie ist immer noch in ihm verliebt. Ich habe le letztens nachgeschaut, ob das Gefühl noch da ist. Das ist es wirklich. Oh, die ist aber dreckig, die Belle. Und läufig ist sie auch. Ja, du bist eine schöne Mehrung, Frau Nalane. Wir wissen's. Komplimente. Mach ein nettes Kompliment zu ihr. Freundlich. Smalltalk. Babyfotos teilen. Man kann Babyfotos teilen. Ist ja nicht so, als hätten wir welche gemacht, oder? Knorr pennt. Du bist hungrig, Debbie. Was machst denn du hier unten? Was für ein Zaustall. Tun wir dir jetzt ein Inventar schieben hier. Was ist das? Leicht staubsaugen. Kannst du hier staubsaugen? Zu wenig Platz, hä? Diese Kiste ist im Weg. So, jetzt ist sie weg. Komm mal her. Ja, ich weiß, du bist krank, aber du bist hier runtergegangen, also musst du dich jetzt nicht beschweren. Oh, der Zauber von Geschichten. Nalani kann von den Geschichten, die Halia erzählt, gar nicht genug bekommen. Besonders von der letzten nicht. Sie hat das Gespräch so richtig in Schwung gebracht. Würdest du sagen, dass Nalani Geschichten mag? Ja, auf jeden Fall. Das geht auch? Das ist ja toll. Kannst du ja staubsaugen? Nö. Aber hier ist Platz. Ach, dann ist es halt dreckig. Also. Ach ja, Halia ist ja Debbies Mama. Wo ist Halia? Hier. Sag deiner Mama Hallo. Schade, dass wir ihr jetzt gerade Enya nicht vorstellen können.
nach Dekogeschmack fragen. Dann freundlich. Kannst du auch Smalltalk mit deiner Mama machen? Um sozialen Rat bitten. So, wie geht's dir, Lucien? Kurze Dusche. Ja, dann warten wir kurz. So, jetzt ist sie voll. Warte mal diesen dreckigen Hund, bitte, Nalani. Valencia? Du machst sie gleich in die Hose, hä? Jetzt weiß ich noch nicht, wo Nalani den Hund baden will. Ja, egal, jetzt gehst du aufs Klo, sonst muss ich es halt nochmal anklicken. Hast du jetzt schon hier die 5 Stunden? Nein, 1 Stunde noch. Üben. Schon wieder dreckig, also das geht so schnell. Danach kannst du mal staubsaugen. Wieso kann ich ja nicht nur leicht staubsaugen, wenn das so dreckig ist? Also ich dachte mir schon, meine Wohnung ist manchmal dreckig. Wir haben auch viele Tiere. Aber so dreckig wie in Sims war meine Wohnung noch nie im Leben. Ja, wollen wir es überall in der Dreck hier. Du redest mit deiner Mama? Ah. Hast deine Mama vermisst. Du hast sie lange nicht gesehen. Verkalkhumor. Ach, schmutzigen Witz. Ich dachte, ein schmutziger Witz wäre was anderes. Oh, ein Gefühl hat sie bekommen. Es ist so lustig mit dir. Ich verbringe ja wirklich gerne Zeit mit dir und hoffe, dass es dir genauso geht. Zuwendung. Oh. Familiärer Kuss. Was ist das? Mach das mal. Ich will sehen, was ein familiärer Kuss ist. Geht das noch? Habt ihr es jetzt abgebrochen? Ach, so ein Wangenkuss. Oh, wie schön. Das ist auch neu. Ich weiß zwar nicht, ob das doch das Pack ist oder nicht. Überschwer dich mal über Unterricht, genau. Und dann freundlich. Smalltalk. Fragen nach Beziehungszielen, okay. Ja, man merkt, die Mod wurde durch Google Übersetzer übersetzt. Aber ist ja auch eine Menge Arbeit, so eine große Mod zu übersetzen. Ja, Valencia hat das Bestreben fertig. Ah, du levelst sogar schon die richtige Geigenfähigkeit. Level 3 hast du das schon. Super. Motorik müsste sie mal üben. Weißt du was? Nalani ist eine Meerjungfrau. Klaren Himmel heraufbeschwören. Da musst du auch mal aufs Klo. Weil dann kann Valencia draußen spielen. Und bis dahin kannst du mal hier so die Tippspiele. Tippen üben. Oder das geht auch. Ja, es ist schon früh dran, das zu üben. Oh, du hast ja schon das 7-Fingersystem. Na gut, sie hat es ja auch schon auf Level 7, hä? Sehr schön. Also in ihrem Alter konnte ich das nicht. Ich habe das erst als Jugendliche gelernt. Die Geige, wo stellen wir die hin? Ins Inventar, hä? Danke, Nalani. Hast du jetzt gestaubsaugt? Machst du gleich. Dankeschön, dass jetzt schönes Wetter ist. Dann können wir rausgehen mit der Valencia. Ja, kommst du mal wieder hier hin beim Opa in der Nähe, oder? Ich finde die Schlafsäcke toll. Genau, man kann ja Übernachtungsparty organisieren. Das müssen wir machen, aber Valencia hat keine Freundinnen. Das müssen wir ändern. Valencia braucht Freundinnen. Und ein Familientreffen. Ist Marceline eigentlich schon sonnenresistent? Fahrradfahren üben, ich weiß es gerade nicht. Ein süßes Fahrrad hast du. Ganz schön dicke Räder. Ja, damit kannst du über Stock und Stein fahren, Valencia. Oh, du wackerst aber noch. Dass die keinen Helm trägt? Ist das vielleicht wegen der CC-Frisur? Egal. Naja, fall einfach nicht hin, Valencia. Wenn du nur so langsam machst, musst du nicht unbedingt einen tragen. Und wenn du richtig fährst, wär's schon schön, ha? Ja. Wir wollen dich noch eine Weile behalten. Oh, geteiltes Leid, weil Verbundenheit zu jemandem, der sich schlecht fühlt. Wegen Lucien, hä? Der muss doch nur aufs Klo. Mach mal Pause, Lucien. Komm hier mal aufs Klo, komm. Du bist auch nicht mehr der Jüngste. Dann iss mal was. Und danach, weil du noch Energie hast, machst du dann bitte weiter. So. Nalani, was machst du? Enya könnte man mal aufwecken, oder? Ja, ich habe sie aufgeweckt. Hier hingehen. Ja, jetzt hat sie den Müll wieder irgendwo hingelegt. Hier draußen bestimmt. Ah, oh, nein. Ja, aber Enya, ich weiß, du hast Hunger. Schau mal, Oma ist doch schon hier. Super effiziente Säuglingpflege. Mach das mal. Ja, wenn du schon die Erziehungsfähigkeit hast. Ah. Kuckuckuckucka. Hui, 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 hui. Hui. Enya kann ja noch ein bisschen wach bleiben, die hat so lange geschlafen. Setz sie doch mal hier ab, dann kann sie noch ein bisschen mit diesen Spielsachen spielen. Genau, die Eltern sind ja auch irgendwo noch wach. Dann geh mal hier hin. Ah ja, du könntest mal noch perfekt staubsaugen, jetzt wo du konzentriert bist. Du machst Hausaufgaben. Och, Debbie. Ist auch blöd wegen der Uni, weil sie so viel verpasst.
Die ist aber auch schon ewig krank, die Arme. Ich glaube, der Laptop von Quinoa, der hat den dort abgestellt. Wie geht's dir? Frische Luft, weil Fahrrad gefahren ist. Es gibt nichts Schöneres, als auf einem Fahrrad ein bisschen frische Luft zu schnappen. Beruhigende Saiten wegen Geigemusik. Die gute alte Zeit wegen guter Kleinkindzeit. Ja, du wurdest sehr umsorgt. Ja, ist schon ein bisschen besser und immer noch dieser gekrückte Fuß hier. Das sieht nicht so gut aus. Aber es ist schon spät, es ist Sonntagabend. Wolltest du dir mal hier noch was zu essen? Gut, dann machen wir in der nächsten Folge mal so ein Familientreffen oder Übernachtungsparty oder beides. Nein, nein, wird wahrscheinlich nur eins gehen. Wegen der Zeit. Lass mal das mal ausprobieren. Ich denke mal ein Familientreffen zuerst. Warte, ich schicke dich mal richtig ins Bett. So, Enya, was machst du? Spielen mit dem Müll, Enya. Nein. Pfui. Spiel mit dem Spielzeug da. Wie süß sie krabbelt. Ja, so ist sie feine. Man kann nicht alles essen, denn ja. Ja, bist halt Baby, mir merkt's. Und hier liegt Wäsche rum, sind die Wäschekörbe voll. Ja, wem geht's gut? Dem Luschen. Reinigen. Wo ist denn der Wäschekorb? Oh ja, hier. Wäsche machen, in Waschmaschine stecken. Ja. Dann lasse ich den Opa noch ein kleines bisschen schrauben und beim nächsten Mal schauen wir uns dann auch mal die Ereignisse an, die neuen, die drei neuen Monster. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ja, wie immer, ihr wisst es, wenn ihr Ideen oder sowas habt oder Sims für mich oder Freunde für Valencia oder sonst irgendwelche Vorschläge. Ich freue mich immer sehr darüber und bin offen für alles. Dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.